Der VfL Wolfsburg hat dank Dauertorschütze Daniel Ginczek seinen Aufschwung in der Fußball-Bundesliga mit einem Sieg beim Abstiegskandidaten 1. FC Nürnberg fortgesetzt. Dementsprechend zufrieden waren Spieler und Verantwortliche der Wölfe. Die Stimmen zum Spiel. Michael Kölner, Trainer 1. FC Nürnberg: Wir haben richtig gut gespielt, aber im letzten Drittel die letzte Brutalität und Genauigkeit vermissen lassen. Das ist uns dann zum Verhängnis geworden. Wir sind immer noch im Rennen, es war uns vor der Saison klar, dass es hart wird. Natürlich tun solche Spiele weh, aber ich denke, dass wir heute vieles taktisch richtig gemacht haben und mit Herz aufgetreten sind. Bruno Labbadia, Trainer VfL Wolfsburg: Das ist ein saugeiler Sieg. Wir haben eine schlechte erste Halbzeit hingelegt und haben den Gegner durch einfache Ballverluste aufgebaut. Nach der Pause ist die Mannschaft dann komplett anders herausgekommen. Es gehört auch dazu, mal ein schlechteres Spiel zu machen, dann aber dennoch die Punkte zu holen. Auch für den Kopf war es daher ein sehr wichtiger Sieg. Daniel Ginczek, VfL Wolfsburg: Das war ganz, ganz wichtig heute für uns, um uns weiter von unten zu lösen. Punkt. Nach oben setzen wir uns keine